Sorry. Es geht direkt weiter. Und zwar Shangus gegen Therion. Ich will einmal sagen, dass es losgehen wird. Obwohl, nee, die fangen schon von selbst an. Okay, wir sehen Therion hier mit dem DK, aber haben die nochmal? Okay, die starten nochmal das Set. Sehr gut. Shangus gegen Therion. Ich dachte schon, wir hätten was verpasst, aber es geht nochmal los. Die killen sich hier gerade, weil man keinen Start drücken kann in diesen Videosets. Das ist aufgestellt. Wir haben gesehen, DK. Therion ja eigentlich ein Byleth-Spieler. Aber entscheidet sich jetzt für DK. Ich weiß nicht, ob es bei ihm daran liegt, dass er das Matchup besser findet oder ob er einfach mehr Spaß an dem Charakter hat. Ich kann mir beides vorstellen. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, der auch einfach gerne Fun hat. In Doubles hat er Donkey Kong sehr gerne gespielt und auch gut. Deswegen bin ich mal gespannt, was er hier in Singles machen kann. Das sieht schon mal gut aus. Wir haben lange keinen DK mehr gesehen, seit Repus, den wir noch selten spielt. Oder fast gar nicht eigentlich. Letztes Endset konnte man den nochmal sehen. Ein Set gegen Skeddy oder ein Game. Aber grundsätzlich noch sehr wenig DK, obwohl das ein sehr cooler Charakter ist. Kann jetzt auch schon killen. Wie man das von Heavies kennt, eigentlich sehr stark. Aggressiv. Und respektiert auf jeden Fall auch die Abi von Zelda nicht wirklich. Also er hat schon Lust, da einfach reinzugehen. Und ja, wenn man es kann, dann sollte man es auf jeden Fall auch machen. Oh, hat nicht gekillt. Ah, aber sehr schön gemacht hier gerade von Shangus. Und ja, einfach weggeworfen. Und den Ausgleich. Mal schauen, wer hier die erste Kombo bekommt. Ja, jetzt versucht. Es wird gar nicht so, als ob Shangus groß Distanz haben will zu Therion. Er will wahrscheinlich mit Combo landen. Ja, sehr aggressiv auf jeden Fall von Therion. Der versucht es hier mit allen Mitteln irgendwie in Early Kill zu bekommen. Kann man mit DK auf jeden Fall auch machen. 118% jetzt schon drauf. Geht sehr aggressiv. Ich glaube, das ist aber die richtige Wahl. Der Playstyle gegen Zelda. Die ja sehr, sehr campy spielt an sich. Die meisten. Oh, schöner Early Kill. Up-Tilt into Up-Air. Sehr, sehr stark die Attacke, wenn sie sweet spottet. Okay. Der erste Damage geht an Shangus. Sehr schön hier gerade. Macht hier gute 100% einfach so. Das ist jetzt ein bisschen schön. Sehr schön. Hat sich ein Beispiel an The Therion genommen. Einfach mal Aggression aufgedreht und dann nicht mehr aufgehört. Das war auf jeden Fall ein beeindruckendes erstes Game hier gerade von Shangus. Und wie gesagt, ich habe eigentlich einen anderen Charakter erwartet, aber macht das hier sehr gut mit Zelda. Ich dachte, das wäre eigentlich nur ein Counterpick-Charakter gegen Duck Hunt gewesen eben gerade, aber scheint da ja doch ein Main zu sein. Gut, Game Nummer 2 und wir sehen einen Character-Switch. Auch einer der vielen Charaktere von Therion. Einer, den er vor Byleth gespielt hat, und zwar Joker. Auf jeden Fall ein guter Charakter von ihm. Tierlist-wise, aber auch einfach mit dem Charakter. Aber, das haben wir ja auch eben gerade bei Shangus gesehen, kann auf jeden Fall etwas mit Zelda reißen. Und jetzt haben wir Joker on deck. Und hier, Arsene. Sehr aggressiv. Hat Shangus nicht erwartet, so weit offstage aggressiv zu werden. Oh, aber direkt, ja, die Abi. Killt so früh. Schauen, was Tyrion hier machen kann. Okay, Shangus kommt raus.
verdreht seinen Sprung, aber kommt safe dafür on stage. Aber der Damage reagiert auf jeden Fall ab und hier sehen wir Arsene. Und das ist halt auch eine Sache, die Arsene einfach machen kann bei Zelda. Wenn da irgendwie so ein Ritter steht, kann er einfach den Hit tanken mit der Down B, mit Rebels Guard, wie das heißt, und dann einfach ein easy Arsene von dem Kopf. Der ist jetzt allerdings schon wieder weg, kurz bevor der Kill passiert, oder passieren kann. Und jetzt muss er natürlich wieder aufpassen, weil jetzt ist wieder die Up-Air super gefährlich. Oh, schon wieder getankt und da haben wir wieder Arsene. Mal gucken, ob er den Kill diesmal bekommt, bevor da eine Abwehr passiert. Double Back Air. Und er bekommt damit den Kill. Mal schauen, was schön ist jetzt hier. Oh, schöne 40% mit drei Attacken. Das ist jetzt auf jeden Fall schon eine ganze Menge Damage hier gerade für Furion. Ich habe das Gefühl, dieses Match geht nicht mehr allzu lange. Er versucht jetzt auf jeden Fall einiges zu Rebels Guard, einfach um noch mehr Arsene zu bekommen. Einmal könnte auch reichen. Oh! Ja, okay. Er hat das zwar gerebels guardet, aber wurde direkt gerebelt und gekillt. Shanks schafft es also hier noch einmal auf den letzten Stock zu kommen. Aber hier, Dragdown Up Air into Up Smash. Easy und 1-1. Furion gleich raus. Ja, wie sieht's denn im Bracket aus? Wir haben im Winner Semis jetzt SDN gegen LDT. LDT, Licht des Tages. SDN, Schatten der Nacht. Eigentlich LDT, Splash Mage. Splash Mage gegen SDN also. Das werden wir hier auf jeden Fall noch sehen. Und dann haben wir noch Linotox gegen Bicel im Winner Semis. Zwei von diesen Spielern haben wir in der Landesmeisterschaft gesehen. SDN ist ja Erster geworden und Dritter ist Linotox geworden. Bicel aber auf jeden Fall auch einer der Top 5 besten Spieler hier aus dem Norden. Furion gegen Shanks sehen wir jetzt gerade und jetzt sehen wir Daisy. Okay. Da haben wir jetzt schon vier Charaktere gesehen. Angry Face gegen Syntec, auch noch ein Loser, die spielen wahrscheinlich gerade schon. Okay, wir sehen hier direkt schon Big Damage Combo hier von Shanks. Können wir auf jeden Fall etwas.
auf Rebels gerade mal aufpassen. Jetzt Arsene wäre ziemlich tödlich, mit 50% Schaden. Okay, wird vielleicht nochmal spannend. Oh, schöner Attack. Und der Update. Okay. Also, das ist 2-1 hier für Therion. No time to wait. Arsene. Da bin ich mal gespannt, ob jetzt vielleicht nochmal ein Character-Switch stattfindet. Es könnte auf jeden Fall sein. Ich weiß nicht, ich glaube, Zelda hat ein bisschen mehr Leistung gezeigt in diesem Matchup. Aber es ist natürlich auch schwieriger, weil du darfst die Triggerfinger nicht benutzen so richtig, wegen der, ja, weil die Downbeat halt einfach gerabbits-guarded werden kann, wenn das Timing stimmt. Also müssen wir mal schauen, wie das Ganze hier jetzt in Game Nummer 4 abläuft. Ja, ich bin jetzt auch wieder später nachgejoint. Genau, scheint bis jetzt ein recht enges Match zu sein. Ja, 2-1. Also ja. Das erste Game ging noch an Shangus. Das war aber auch noch mit DK. Also hat Therion mit DK gespielt. Okay, da sehen wir wieder die Zelda. Das ist, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Ja, eigentlich keine schlechte Idee. Einfach ein bisschen weniger mit Projektil spielen. Oh, so early gekillt. Genau, ein bisschen weniger mit Projektilen spielen. Einfach nur mit Zelda. Sodass da nichts gerabbits-guarded werden kann. Also, kann es natürlich immer noch, aber das sieht auf jeden Fall, dass ein guter Start hier für Shengis. Da muss Felix einiges aufholen. Rebel Guard ist jetzt die Special von Joker, oder? Genau, unten B. Mhm. Dadurch kann er eine Attacke praktisch einstecken, ohne großes Damage zu bekommen. Oh, schafft es ja auszugleichen. Und diese Rebels Guard unten, ist ja diese Leiste, lädt sich dadurch auf. Und ja, wenn die voll ist, dann kommt Arsene, das ist dieser blaue Typ da hinten. Ja. Und dadurch macht er halt nochmal deutlich mehr Schaden, mehr Knockback, alles. Dadurch ist er richtig scary. Und wir sehen, Arsene hat auf jeden Fall einiges hier gerade shaked up. Sieht ganz normal anders aus. Und der L-Smash. Ja. Und das ist schon wieder, ja, mehr als even. Also Führung mit Therion. Steht schon 2-1, also muss Shengis hier jetzt irgendwas zeigen. Und was könnte es sein? Wie könnte er die kriegen? Ja, frisst auch zu viel Schaden im Moment dafür, dass er versucht, die Ritter zu nutzen. Ja. Und der Abwehr. Okay. Also vielleicht sehen wir nochmal sein Play wie im Game Nummer 1, hier im Stock Nummer 1. Ja, letztes Mal hat er, glaube ich, auch mit Uptick gestartet. So. Irgendwas. Ein bisschen mehr Damage. Der hat ja super early gekillt. Er versucht hier den Abwehr Down hier zu bekommen. Oh, schöner Parry. Richtiger Parry. Das hier ist wieder even. Aber wie killt man als Zelda? Jetzt eine Abwehr oder sowas könnte schon killen. Oder zum Beispiel auch die Back Air. Stark. Er schafft es hier wirklich nochmal zurückzukommen. Ja. Das hätte ich nicht erwartet. Generell ein komisches Match. Erst sah es sehr gut aus, dann sehr schlecht. Dann wieder sehr gut. Also, es steht 2-2 hier in Top 8 Losers Side. Ja, eine Achterbahnfahrt anscheinend. Ja, deswegen bin ich auch sehr gespannt hier jetzt auf Game Nummer 5. Kann ja mal schauen, ob schon feststeht. Nein, bisher glaube ich nichts Neues im Bracket. Muss nochmal refreshen hier. Ja, SDN LDT und Lintox Spicer sind noch nicht eingetragen, deswegen wissen wir nicht, wer hier als nächstes gegen den Gewinner spielt. Das wäre auf jeden Fall ein guter Upset hier gerade für Shengis, wenn er hier Therion besiegt. Ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, dass kein
Beiluft gekillt wurde. Beiluft ist dann hat er hier auch. Oh, genau. Wenn er Ascension hat, dann hat er einen Konter statt diesem Damage. Also mit B-Down. Genau. Oh, das kommt nicht okay. Noch nicht ganz. Oh. Das macht Damage. Und jetzt okay. Direkt mit dem Early. Gut. Ascension ist wieder weg. Es ist eine wichtige Phase gerade. Also eben hatten wir auch eine ähnliche Position. Gut, es hat gut für Shengis angefangen, aber mit Stock Lead für Furion. Aber da hat Shengis ein gutes Comeback gemacht. Ich glaube gerade bei diesen Late-Prozenten, also es ist sehr wichtig, dass Furion da safe genug spielt, dass er nicht killed wird. Ja, und es sieht auch gerade danach aus, als ob er das wieder hinbekommen würde. Okay, sauber, wow. Ja. Vielleicht bekommt er nochmal Arsene. Wow, sehr gut. Sehr guter Anti-Hop gerade. Das ist Arsene. Und, ja, okay, das wird jetzt sehr, sehr schwierig für Shengis hier zurückzukommen. Und es geht direkt auch wieder mit Damage weiter. Super aggressiv. Spike? Nein, aber es reicht. Ja. Three Stock ganz am Ende von Furion. Okay. Ja. Der hatte keine Lust, das hier spannend werden zu lassen. Der wollte mit Zack, Zack 3-2 gewinnen. Furion kommt weiter.